Am Ende hat die Kanzlerkandidatenfrage in der SPD Boris Pistorius selbst entschieden. Er hat sich aus dem Rennen genommen. Ich habe diese Debatte nicht angestoßen, ich habe sie nicht gewollt und ich habe mich für nichts ins Gespräch gebracht. Wir stehen jetzt gemeinsam in der Verantwortung, diese Debatte zu beenden, denn es geht um viel. Der Parteichef am Morgen danach auf einem Kommunalkongress der SPD. Klingbeil verteidigt seinen Zeitplan in der K-Frage. Ich habe in meiner Funktion als Parteivorsitzender auch gesagt, du kannst die Entscheidung, mit welcher personellen Aufstellung wir in die Wahl gehen, die kannst du nicht übers Knie brechen, weil ich die Debatte in der Partei auch gesehen habe. Auch der Kanzler ist vor Ort. Zur Kandidatur von ihm kein Wort. Stattdessen Wahlkampf. Niemals wäre ohne den Wechsel zu einem sozialdemokratischen Kanzler möglich gewesen, dass wir heute sagen können, wir werden 2030 das Ziel erreichen, 80% erneuerbarer Strom. Hier kommt er gut an, der designierte Kanzlerkandidat. Die angereisten Genossen, auch aus Bayern, schließen die Reihen. Unser Kandidat heißt jetzt nach wie vor Olaf Scholz. Und den werden wir dann unterstützen, egal welche Kritikpunkte es vorher gegeben hat. In den letzten Wochen und Monaten ist doch die Stimmung ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und die gilt es jetzt wieder neu, das Feuer neu zu entfachen. Der Geist, der sozialdemokratische Geist, muss, der in der Flasche steckt, wir müssen den Korken öffnen, der Geist muss raus. Die offizielle Kandidatenkür ist für Anfang Januar geplant. Bis dahin hoffen Sie in der SPD jetzt auf Ruhe in den eigenen Reihen. Wir schalten nach Berlin zum Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, Ruhe in den eigenen Reihen. Wir haben es gerade gehört. Denken Sie, das Grummeln hört jetzt wirklich auf? Werden die Genossen sich für Olaf Scholz ins Zeug legen? Ja, das glaube ich durchaus. Die Sozialdemokratie ist eine disziplinierte Partei. Die Partei ist vor allem Leid gewöhnt. Und wenn jetzt übrigens viel zu spät die Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist, wird man sich für Olaf Scholz ins Zeug legen. Wenn auch der große Ruck, der ist ausgeblieben, den hätte eher ein Kandidat Pistorius entfachen können. Wie haben Sie Boris Pistorius' Verzichtserklärung gestern Abend wahrgenommen? Waren Sie überrascht? Nein, ich war überhaupt nicht überrascht, denn eines ist ganz klar, in dem Augenblick, da immer deutlicher wurde, dass Olaf Scholz nicht verzichten würde, dass er weiter beharrt, der Kandidat zu sein, obwohl ein Gros der Bürgerinnen und Bürger ja für Pistorius gewesen wäre, in dem Augenblick war klar, dass auch der Parteivorstand sich nicht für Pistorius entscheiden würde. Da war es der Parteisoldat Pistorius, der ein Einsehen haben musste. Er musste die Partei beruhigen und zurückziehen, um den Frieden wiederherzustellen. Das musste so kommen. Wie haben Sie Pistorius' Rolle wahrgenommen in den letzten Tagen? Er hat schon kokettiert, oder? Mit dieser Spitzenkandidatur. Oder wie, ja, wie unbedingt. Natürlich, das ist doch ganz klar. Und das würde ich ihm auch übrigens gar nicht vorwerfen. Jeder Politiker, der in ein solches Amt kommt, ist auch an Macht orientiert. Es war ganz ersichtlich so, dass Pistorius ein Stück weit der Kandidat der Herzen war. Insofern hat er auf den Ruf aus Berlin gewartet. Der aber blieb aus, weil Scholz an seiner Kandidatur festgehalten hat. Ob das im Sinne der Partei gewesen ist, das wird erst der Wahlausgang zeigen. Aber eines stimmt natürlich auch. Hätte Pistorius zu einem weit früheren Zeitpunkt zurückgezogen, vielleicht auf viel stärkerem Druck des Parteivorstandes, der das Ganze nicht mehr richtig in der Hand hatte, dann wäre der SPD dieser Streit erspart geblieben. Dann wäre ihr vor allem erspart geblieben, dass jetzt immer über dem Kampf, dem Wahlkampf, die Vorstellung schwebt, es hätte einen besseren Kandidaten namens Pistorius geben können. Die SPD steht im aktuellen ARD-Deutschland-Trend bei 14%, gleichauf übrigens mit den Grünen, hinter der AfD. Wie kommt denn Olaf Scholz in 93 Tagen wieder auf Volksparteiniveau? Ja, das ist die ganz große Frage und er hat daraufhin, glaube ich, nur eine zentrale Antwort. Er weiß die Schwäche der CDU-CSU, er weiß um die Schwäche und die lautet Friedrich Merz. Friedrich Merz ist ähnlich unbeliebt wie Olaf Scholz und wir werden, glaube ich, einen sehr harten Wahlkampf an die und gegen die Person erleben. Die beiden sind sich ja nun im wahrsten Sinne auch nicht gerade grün. Das heißt, Olaf Scholz wird jetzt die Anti-Merz-Karte spielen. Er wird versuchen, deutlich zu machen, dass das Land, so seine These mit Friedrich Merz, nicht in sicheren Händen ist. Vor allem wird er sich als den Friedenskanzler vom Schlage Gerhard Schröders geben, der immer auch besonnen agiert, während Friedrich Merz, so seine These, ja nicht das Land sicher durch die Krisen führt. Das wird die Stoßrichtung sein. Und dann vor allem noch die zweite Karte, Friedrich Merz, angeblich der Kanzler oder Kandidat der sozialen Kälte. Ganz kurz noch zwei Sätze. Wie erfolgversprechend ist das, dieses zentrale Wahlkampfthema? Das ist die ganz große Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Olaf Scholz die Chance hat, ein paar Prozente gut zu machen. Alles wird aber auch davon abhängig sein, wie Friedrich Merz sich gibt.
wenn Friedrich Merz, der ja nicht immer ein Mann ist der Impulskontrolle, wenn er es schafft, nicht über Gebühr über hinauszuschießen und sich nicht arrogant gibt, denn er hat die Wahl noch nicht gewonnen. Wenn ihm das gelingt, sollte eigentlich der Wahlsieg für die CDU-CSU klar sein. Und dann wäre es meines Erachtens schon ein echter Erfolg für die SPD, wieder in Richtung der 20% zu kommen. Danke für die Analyse an Albrecht von Lucke. Danke. Ich danke Ihnen, Frau Heller.